Leute, was geht ab und willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Schnell! Leute, es sieht wie folgt aus. Wir haben uns was Cooles ausgedacht. Wir werden heute nämlich schnell gegen langsam machen. Das wird nämlich mega crazy. Und zwar essen wir die Sachen schnell oder langsam. Also wir haben übrigens gerade knackige 32 Grad in unserem Studio. Unsere wunderbare Klimaanlage ist ausgefallen. Und ich trage immer noch einen Wischmopp auf meinem Kopf. Und der trägt ein langes Hemd einfach. So. Aber das ist dünn, das ist eigentlich ganz luftig. Also. Okay, der eine hat 15 Sekunden, der andere hat eine Minute. So funktioniert, das ist schnell versus langsam. Wir ziehen. Komm, ich zieh zuerst. Okay. Gib mir einfach. Boom. Du hast den Heimvorteil. Okay. Ich hab den Heimvorteil. Oh, ich hab schnell. Ja, ich hab langsam. Ich hatte schnell. Oh mein Gott, bitte. Du hattest bitte, langsam. Bitte, es ist was Gutes. Okay, ich hab keinen Bock, langsam irgendwie was Ekelhaftes zu essen. So. Also wir haben beide dasselbe, oder? Okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go! Alter, als ob! Ich hab schon gedacht, bitte, es ist keine Zitrone oder so. Sag mal, kann man die wirklich mit dem Mund einfach so essen? Kannst du nicht. Also die ist so ganz... Ah, warte, ich hab mir eine Machete gekauft. Okay. Okay, das ist Leute. Okay, beide Zitronen sind geschält. Das ist mein Block. Ich muss den jetzt schnell essen. Und du musst und deinen Block... Ich muss meinen langsam essen. Langsam Perfekt. Essen. Okay. Warum habe ich immer den Schrott? Ich muss jetzt unter 15 Sekunden essen. Genau. Okay. Dann 3, 2, 1, go. Okay. Alter! Also. Oh mein Gott. Okay, warte. Und... Ich schaff nicht. Hör auf. Hm. Aber es war schon gut. Hast du schon gut gemacht. Ich hab nicht geschafft. Oh! Boah, also da bin ich froh, dass ich nur langsam essen muss, um ehrlich zu sein. Bist du ready? Warte. Also das war übrigens gut gegen Skorbut. Denk dran, Zitronen sind gesund. Viele Vitamine. Dann Lars, bist du bereit mit deiner langsamen Tour? Du hast eine Minute Zeit. Jetzt. Warte, was? Der Timer läuft. Du hast eine Minute Zeit. Langsam. Du musst noch langsamer essen. Langsamer. Du isst zu schnell. Weil es richtig, richtig, richtig langsam ist, so dass man die ganze Zeitlupe sehen kann. Oh, richtig genüsslich. Du bist bei der Hälfte der Zeit, aber bleib langsam dran. Oh. Beiß nochmal richtig schön langsam rein. Da muss ich sagen, dass das Schnellessen, glaube ich, wirklich besser war in der Hinsicht. Okay, eine Minute Zitrone essen in Zeitlupe. Na. Oh, meine Zunge brennt. Also was denkst du, war jetzt schnell besser oder langsam? Ich glaube schnell. Ich fand schnell ganz angenehm. Ich konnte mir einfach spritzig, witzig diese Zitrone reinfetzen. Krieg ich auch ein Tuch, bitte? Ja, klar. Weißt du, wie schlimm das ist? Weil diese saure, kann sie auch einmal nicht unter... Oh, danke. Danke, oh Mann. Vielen lieben Dank. Ich brauche eigentlich für die Hände. Zieh ja, ich darf ziehen, Zettel! Warum schreist du immer so? Ich nehme den da. Ich nehme den da. Oh, ja! Nein. Schnell, aber es kann auch schlecht sein. Langsam. Aber also gerade eben die Zitrone langsam zu essen, das war nicht so. Meine Zunge brennt wie noch was. Surprise! Danke, Dr. Auge. So, Goodie, heben wir hoch. Ich habe schnell Burger essen. Ich habe langsam Burger essen. Da muss jetzt aber ein Burger in 15 Sekunden gegessen werden. Ich glaube, Matt Stoney kommt wieder zurück, Leute. Checken wir mal aus, was wir hier für einen Burger überhaupt haben. Oh, yo. Den in 15 Sekunden zu verdrücken, ich weiß ja nicht. Also ich dachte zuerst. Ja. Wer von euch isst die Burger auch immer verkehrt rum? Isst du die verkehrt rum? Meistens, ich esse die immer richtig rum. Das ist jetzt egal, denn jetzt musst du ihn erstmal richtig schnell essen. Das heißt, auf die Plätze, fertig, los. Okay, wir haben den Timer gestartet. Oha, das ist ein richtiger Last-Biss schon gewesen, ne? Beiß doch mal rein, egal was los ist. Du hast bisher nur einen Bissen. 10 Sekunden. 10 Sekunden erst. 13, 14. Beiß noch mal rein, einmal noch. Okay, wir sind fertig. 20 Sekunden. Leg mal deinen Burger hin, wir schauen mal an, wie weit bist du gekommen. Die Hälfte des Burgers ist einfach im Mund und die andere Hälfte liegt hier. Ich glaube, ich esse ihn jetzt erstmal ganz langsam. Jedes Mal habe ich richtig schrottige Sachen. Jedes Mal. Ich würde nicht sagen. Ich finde, das ist noch voll in Ordnung. Also kannst du bei mir den Teil... Voll in Ordnung, hast du mich gerade gesehen? Aber hat der lecker geschmeckt so schnell? Ja, war sehr, sehr geil, wirklich. Und 3, 2, 1, go! Das ist so bescheuert. Du sitzt ja gerade und isst einfach nur einen Burger. So,
Ich meine, das ist noch gut Zeit eigentlich. Mm. Guck dir mal das hier an, was habe ich hier fabriziert. Du hast noch 30 Sekunden jetzt. Ja, genau. Bei mir eben, du musst noch ein bisschen, nimm noch ein bisschen, noch. Und wie ist es so? Ich finde den Ketchup da. Hör auf zu reden, du musst essen. Ich frag dich jetzt mal. Und hör auf. Oh, Alter, sogar sehr, sehr knapp. Okay. Wer hat seinen Burger mehr gegessen? Das habe ich langsam in einer Minute geschafft. Und das ist schnell in 15 Sekunden. Aber das ist krass. Ich will den unbedingt weiter essen. Aber wir müssen ihn leider aufheben. Jetzt wartet die nächste Dings auf uns. Bei einem Bissen nehme ich mir auch noch. Es ist schnell. Ich habe langsam, okay. Okay. Oh, bitte, es ist wieder sowas wie ein Burger oder sowas. Oh, oder so Chicken Wings. Oh, ja, Mann. Chicken Wing. Oh, so eine frische Mango. Ne? So ein schönes Gemüse auch. Das wäre auch toll. Okay. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich muss das Ding langsam essen. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ding, ding. Langsam fängt an. Und ich muss da ganz schnell essen. Also, du musst langsam darauf kauen, langsam reinbeißen und genießen. Ich leide immer richtig. Leute, lasst ein Like da. Komm, Leute, ihr schafft das. Einfach mal ein Komm, bisschen Leute, lasst mal ein Like da. Ihr schafft Komm, das. Komm, drück einfach mal auf Like. 3, 2, 1. Eine Minute ab jetzt. Zeitlupenessen mit Lars. Genau. Kannst du einen größeren Bissen nehmen? So einen richtig schön langsam, ganz, ganz tiefen Chili-Bissen. Ist ja jetzt noch. Die Spitze geht noch, oder? Ich glaube, bei den Kernen wird sie. Mach mal einen guten Biss. Mal einen richtig guten, langsam. Okay. Na, da ist wieder. Bist du an den Kern angekommen? Mhm. Oh mein Gott. Langsam kauen. Ich nehm. Warte, ich kühl dich. Ich kühl dich. Hier. Ich kühle Lars mit dem Ventilator. Das kannst du doch nicht langsam essen. Du hast noch 5 Sekunden Zeit. Ein Biss geht noch. Einer geht noch rein. Das war langsames Essen von einer Chili. Hab gesabbert. Hast gesabbert, was so scharf ist? Oha. Willst du ein Wasser? Oh nein, der schlug auf. Oh nein, er lügt mich. Oh nein, ich muss es jetzt schnell essen. Bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Schluck direkt unter. Oh, das brennt so. Oh, das ist unangenehm. Ja, ich habe schon 15 Sekunden geschafft, oder? Oh. Alter, ich muss aber sagen, schnell war schon besser als langsam, aber es brennt trotzdem. Wir gehen in die nächste Runde, aber davor trinke ich noch ein bisschen Wasser. Haben wir die nächste Runde? Zieh dein Zettel, mein Guder. Okay. Irgendwas Gutes, bitte, ich will was Gutes. Es gibt nur schnell oder langsam, da gibt's nichts Gutes. Du hast langsam, dann hab ich schnell. Diese Schote macht mich fertig. Diese Pepperoni hat deinen Kopf weggebrannt, gell? 3, 2, 1, mach das auf! Du hast schnell! Oh, eine süße Sünde. Süße Sünden. Gott, wie schnell soll ich das denn bitte aufessen? So. Oh mein Gott, okay, ich esse so. Wie isst man den denn überhaupt? Ich krieg den ja nicht mal aus der Folie raus. Guck mal, meiner ist langsam. Da ist er. Kuchen ist richtig nice. Bist du bereit? Was ist das überhaupt für ein Kuchen? Guter Kuchen. Ab! Jetzt! Oha! Schaut ihn euch an, wie ein Champion. Das macht Roman immer so. Wenn Roman Kuchen kriegt, isst er den immer so. Oh, danke schön. Und stopp. Sehr, sehr gut. Was ist für ein Geschmack? Erzähl mal. Was ist für ein Geschmack? Ist es Kuchengeschmack? Ich glaube, Roma muss gleich. Er muss kotzen. Schnell. Willst du es ausspucken? Nein. Schmeckt gut. Aber du hast richtig viel geschafft. Schau mal. Das ist schon ein Unterschied, auf jeden Fall. Ich muss sogar ein bisschen weinen, so viel Kuchen war das. Du hast jetzt eine Minute. 3, 2, 1, Start. Ein ganz langsamer Biss. Aber Lars ist so hungrig, dass er trotzdem so ein bisschen schnell ist. Willst du noch einen Kaffee dazu haben? Komm, ich schütte dir noch ein kleines Wässerchen ein. Komm, ich hol dir in der Zeit noch mal ein kleines Glas Wasser. Und dann der Timer läuft ja immer noch.
damit der Lars natürlich seinen Kuchen ganz entspannt genießen kann. Bisschen Kaffee für den guten Herrn. Und die Zeit ist zu Ende. Willst du es mit Kaffee noch runterspülen? Ich habe ihn extra für dich hergebracht. Das nennt sich mal ein entspannter Kuchenabend versus einen verrückten Kuchenesser. Ich muss aber schon sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, wer von uns mehr Kuchen gegessen hat. So, ich habe zwar richtig reingelegt und ich habe auch viel im Mund gehabt, so, aber ich glaube, du hattest halt einfach mehr Zeit, das gleich so zu schlucken. Ich habe einfach nur meinen Mund voll gemacht, so. Wie schmeckt der Kaffee? Eigentlich nicht schlecht. Echt? Aber ich bin kein Kaffee-Fan. Damit haben wir jetzt herausgefunden, dass Lars kein Kaffee-Fan ist und wir gehen in die nächste Runde. Jetzt, ich ziehe als Erster. Langsam! Aber komm, was kommt jetzt? Oh, da kommt die nächste vor. Ich hatte schnell. 29! Es ist jetzt krass, das ist doch nur Brokkoli. Alter, hast du schon mal Brokkoli schnell gegessen? Du hast schnell, gell? Ja. Brokkoli roh zu essen ist schnell fast unmöglich. Echt jetzt? Ja, Mann. Der ist auch langsam. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft jetzt? Wir legen los, schnell fängt an. 15 Sekunden. Er beißt rein, da hat er den Brokkoli drin, er bemerkt, es ist staubtrocken und er hat insgesamt noch 5 Sekunden Zeit. Schluck runter! Und 2, 1, nochmal reinbeißen! Also, das ist ja nicht möglich. Also, ich weiß nicht, ob es ungesund ist. Man kann den gar nicht essen, das ist fast ungesund. Also der Trick dahinter ist eigentlich, dass man ihn langsam essen muss. Weil ein Brokkoli ist langsam viel besser genießbar, auch roh. Ich glaube, ich habe noch nie rohen Brokkoli gegessen. Drück aufs Knöpfchen. 1, 2, 3, go! Ich habe überall dieses grüne Zeug zwischen den Zähnen. Mhm, aber wenn man langsam isst, dann kannst du tatsächlich einfach kauen. Ich finde, der hat so einen ganz seltsamen Eigengeschmack. Das schmeckt nach Wiese. Ja, schon. Aber langsam, wenn man sich auch so ein Stück rausbricht, kleiner Süß. Lecker. Ha? Gibt's Leute, die das nur so essen? Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, Brokkoli schmeckt gekocht viel besser. Mhm. Und es dauert schon ein bisschen, den zu essen. Dieser Stiel und so ist schon lang. Das ist richtig hart. Aber langsam geht's viel besser. Mhm. Aber es schmeckt nicht so gut. Mhm. Vielleicht schmeckt's mit Ketchup besser. Und hör auf. Richtig lecker schmeckt's nicht. Ess ihn lieber gekocht, dann ist er, glaube ich, auch gesünder. Also, ich habe zur letzten Runde langsam. Ich hab schnell. Ich habe langsam. Ich hab die Folge wieder nur schrottige Sachen, ne? Ich glaube, ich muss nach diesem rohen Brokkoli, nach dem rohen... nach dem rohen Brokkoli. Nach dem rohen Brokkoli muss ich gleich, glaube ich, gleich auf die Toilette. Wir ziehen hoch. Okay, 3, 2, 1, go. Oh! Hä? Ich, was hatte ich nochmal? Du hattest schnell und ich hatte langsam. Und was wir hier essen? Ah. Was soll das? Nein, ich hatte ein Loch drin. Ete Petete. Also, wir haben hier ein super schmackhaftes Eis. Guck mal, das raucht. Das qualmt richtig. Guck mal, das qualmt sogar so. Das, weil es hier drin so heiß ist, Mann. Ich würde sagen, langsam fängt an, oder? Warum? Weil ich voll Bock habe, dieses Eis langsam zu essen. Okay, ich esse jetzt wie in der Werbung. Drück drauf. Ja, 3, 2, 1, go. Oha, oha, yo! Das hat oha. So was Orangenes drin. Orangen. Warum? Hey, hör auf, da dran riech zu riechen. Nur. Das heißt ja nicht riechen und essen, sondern das ist ja nichts. Hör auf, sorry. Du bist bei schnell erst. Das neue Eis. Bei 30 Grad hier im Büro. Ja, Mann. Mit Lars ein schönes Eis essen. Das ist richtig kalt an den Zähnen. Ja. Obwohl ich es langsam esse, kriege ich schon fast Gehirnfrost. Ich frage mich, was passiert, wenn man es schnell isst. Ich will es nicht wissen. Und du hörst auf. Oh, kann ich trotzdem weiter essen? Ja, mache ich. Oh, cool. Kommen wir zum viel interessanteren Part. Und zwar ein Eis essen. Ich hasse dich. In richtig schnell. Und ich muss sagen, dieses Eis ist frisch aus der Gefriertruhe. Noch kälter geht's gar nicht. Egal, wie sehr dieser Kopf wehtut. Beiß einfach immer weiter. Solange du deinen Mund bewegen kannst, machst du weiter, okay? Okay. 3, 2, 1, go! Okay. Oh mein Gott. Beiß rein, beiß rein. Los, los, los. Oh mein Gott! Beiß es! Oh, mein Finger! Ist es zu kalt oder was? Oh nein!
Hör auf! Nicht schon wieder! Ja, also in einer Minute habe ich es halt geschafft, das Eis so zu essen und du hast es geschafft, in der Minute das ganze Eis zu schlucken und dann wieder auszuspucken. Willst du die Abmoderation machen? Ich esse ja lang weiter. Okay, falls ihr Bock auf noch einen Part habt, von schnell oder langsam, dann lasst ein Like da, Leute. Schaut Roman zu, wie er dieses Eis isst, abonniert uns und wir sehen uns. Bis dahin, haut rein, Leute, und tschüss. Ciao!